Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Folge. Es geht weiter und zwar mit dem All-Star-Weekend. Bevor wir das jetzt allerdings machen, wollen wir uns mit Devin Booker treffen. Hier seht ihr es, wir bekommen 60.000 MVP-Points, 2500 VC-Spieltagstrikot auswählen und so weiter und so fort. Und da vorne steht er auch schon, also ich habe mich da schon hinbegeben. Mal schauen, ob wir da eventuell auch gemeinsam zocken. Devin Booker hier mit der stylischen Brille. D-Book, what's going on, man? MP, what you doing over here in Moss Point? Chilling, man, chilling. But, yo, honestly, I really came down here to talk about was sneaks and MJs. Yeah. I'm digging them. Yeah, what about them? They fine. Where you get them from? Plug me, connect me, talk to me. Man, the kicks, man, these are my player-exclusive Kobe's, man. One of one. So this, tough, this is for me and me only. Right, you gotta say it like that. Yeah. I mean, you selling anything like that? Nah. You sure? I can figure something out for you, though. What's up, talking? Two on two, man. Winner takes the shoes. I walk out of here barefoot. That's some sort of joke, right, fam? Nah. Yo, fam, you're the most elite scorer in the league, bro. The most elite scorer in the league, bro. I'm a rookie. I'm not beating you. You on your way. I've been watching you. You on your way. So I know how you are. I'm all right, man. So you saying 2-on-2 beat you, I know it's mine, huh? You can take the shoes, you take the shades, both yours. Yeah. Bet, let's get it. That's a bet. That's a bet. Ball up. Let's go. Also neue Schuhe könnte ich definitiv wirklich gebrauchen, dadurch, dass ich auch keine VC mehr habe oder nur noch ganz, ganz wenig, die ich natürlich dann immer für meine Attribute rausballer. Dann wollen wir doch, aber die sind beide klein. Das bedeutet, rein theoretisch kann ich da auch jedes Mal einfach in den Post gehen. Oder? Ja. Nicht nur oder, sondern kann ich. 2-0. Also das nehmen wir auf jeden Fall mit. 2500 VC Schuhe geschenkt. Wäre eigentlich mal interessant, was passiert, wenn du verlierst? Oh, komm ich hinterher. Also sollte es jemandem passiert sein, dass er hier verloren hat, vielleicht passiert das auch mir gleich. I don't know. Dann schreibt mir das mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ja, also wie gesagt, wir können hier jetzt auch die ganze Zeit Bully Ball spielen. Das werden wir auch machen, weil wir natürlich den Sieg haben möchten. Ja, da kommt der Block. Let's go. Possession bleibt trotz allem bei ihnen. Aber jetzt mal zumindest ein defensives Zeichen gesetzt. Und das ist der nächste Block. Und jetzt ist der Ball wieder bei Devin Booker. Alter, komm, ey. Jetzt noch einmal gute Defense und dann selber scoren. Ja, da ist die Defense. Wir gehen raus. Und er spielt den Lob, ohne dass irgendjemand den Lob haben möchte. Also, ey, ich schwöre, das Spiel macht mich mit diesen Lob anspielen, so wahnsinnig. Wir machen jetzt noch einmal Bully Ball und dann ist das Ding hier durch. Ja. Let's go. 22-17. Und damit gehören die Schuhe uns. Nice, nice, nice. 400 BC. Levelfortschritt gibt's gar keinen. All right, Rook. I see you. What I tell you? I see you. All right, then. Hey, I'm a man of my word. Woo-hoo-hoo. So here you go. Oh, man. You a real one for this one, bro. Like I said, it's a long story, but I needed these. Hey, man. Hit me whenever. Whatever you got going on, you can always call me, man. I've been a fan of yours since college. I watched what you did in the tournament. That was impressive. That's love, you man. Did That's that. Love. You did that.
Yeah, man, you know, honestly, I'm just trying to do it on a bigger stage, man. Hey, you're on the right path. Like I said, I'm just a call away if you need anything. For sure, for sure. Mm-hmm. Yo, this court though, man, it's nice, man. I appreciate it, man. I just renovated this. For real? Yeah, wait, man. Wait, so how you get into that? Man, I just wanted to give back to the community, man. I grew up on this court. My father did too. You know, so this place holds a special, special place in our hearts. That's tough, man. That's very admirable, man. And honestly, man, you know, whether it's now or sometime down the line, I'm really trying to get into that myself. You should, man. Like I said, just give me a call. Any advice you need, I'm right here. Like I said, you're a real one, fam. My dog. I'll see you. All right, then. Right. 3000 MVP points. Und damit, was ist hier eigentlich? Ah, Kordregeln. Zieh die Schuhe und Sonnenbrille von Devin Booker an. Dann geht's für uns Richtung Arena. Mach einen Pre-Game Fashion Walk. Wahrscheinlich, wenn wir reinkommen, oder? Wenn wir da an diesen Kamerafuzzis vorbeigehen. Okay, es geht für uns direkt rein in das Spiel. Wahrscheinlich geht das erst, wenn wir mit dem All-Star-Weekend durch sind, aber sind wir mal ganz ehrlich, stört uns nicht großartig. Mathurin und die erste gute Defensivaktion. Jalen Green. Şengün. Okay, mit der Defense. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe ihn da schon weggebammt. Franz Wagner bringt den Ball und verliert ihn fast. Ja, wieder Şengün. Come on, let's go. No, no, no. Er hatte mich fast, aber nur fast. Ey, Alter, ich mach einfach keinen rein. 5 Versuche und alle 5 daneben. 2 Freiwürfe habe ich bekommen. Keine Ahnung. Ey, es fallen gerade nicht mal die leichtesten Dinge, auch so wie der gerade eben jetzt. Der muss halt safe rein. Thurin. Şengün. Ja, Şengün mit dem Offensiv-Rebound. Ey, wirklich. 0% aus dem Feld. Klar, kann man alles noch drehen. Aber trotzdem, als wenn die jetzt hier bei der Rising Star Challenge... Ja, natürlich! Şengün, der neue Shaq, der neue Hakeem. Ja, und der Dreier fällt. 7-2. Also, Führung für uns. Trotz allem, absolut. Ja, beschissener Start. Ja, endlich. Aber auch bloß, weil die jetzt gerade eben verteidigt haben, wie die letzten Dullis. Da oben sieht er es eingeblendet, 17%. Ich spiele den Ball nochmal raus. Ich stelle nochmal einen Block. Komplett frei. Und boom! So läuft der Hase. 12-2. Und der nächste Dreier kommt geflogen. 17-2. Ey, so viele Assists habe ich in meiner ganzen Grizzlies-Karriere nicht gespielt. Warum habe ich bloß einen Assist? Ach, weil das immer alles Block-Assists waren, stimmt. Pässe raus habe ich bisher jetzt nur einen gespielt. Nein, nein, nein. 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 Oh, oder doch. Gute Aktion von Jutseven. Und ich lege ihn noch rein. Let's go. 19-4, also ganz klare Dominanz im ersten Viertel. Ja, endlich mal eine gute Aktion von mir. Hey, ja, ich sag's euch, die spielen eine Zonenverteidigung. Es ist Wahnsinn. Ich habe da echt so krasse Probleme mit, wie die Zone verrammeln.
Ja, ich wusste es. Ich wusste es, dass ich kassiere. Mann, Mann, Mann. 24-12. Und der Offensiv-Rebound. Maxi ist am Start. Oder Brad Hoffman. 28-14. Wir haben auch mittlerweile schon ein Double-Double. Auch wenn wir echt aus dem Feld nicht gut treffen. Defense steht. Defense steht. Ach, Loose Ball Foul. Okay. Also heute offensiv, rebound-technisch sind wir sowas von am Start. Das ist jetzt, glaube ich, der vierte oder fünfte. Schauen wir mal kurz rein. Sehe ich. Nee, hier sehe ich das. Ich habe aber schon 15 Rebounds. Und 6 offensiv. Also da sind wir heute brutal unterwegs. Und es ist der nächste. Und es ist der nächste Abschluss. Ey, Second Chance Points am Fließband. 42-16. Ich meine, das Spiel ist natürlich schon lange vorbei. Mitteldistanzwurf sitzt auch noch. Trefferquote. Trefferquote ist trotz allem heute nicht so gut, 47%. Primo bringt den Ball nach vorne. Und dann gibt es nochmal einen Block. Der Dreier kommt und sitzt. Okay. Wir sind im vierten Viertel, 76-43. Wir holen Rebound Nummer 19, wenn ich mich nicht täusche. Jalen Suggs. Geh vorbei. Leichte Punkte. Ich will noch das 20-20 voll machen und dann simulieren wir bis zum Ende. Wenn er mir oben mal anzeigt. Muss ich jetzt selber reinschauen, oder? Ja, einen. Einen Rebound brauche ich noch. Einmal gute Defense. Okay, jetzt gibt es erstmal den Steal. Fast Break. Und ich habe ihn. Und ich mache ihn. Und Alter, let's go! 20-20, 12 von 22 und ja, wir können natürlich zu Ende simulieren, weil wir führen mit über 30 Punkten und ist auch natürlich für euch absolut langweilig und für mich auch, also wir haben einfach von Anfang an dominiert, auch wenn ich am Anfang, sorry, ich sitze erstmal auf meinem Kabel, weil mein Controller leer ist, ja, weil wir einfach von Anfang an gute Defense gespielt haben, 28-20, 8 Offensiv-Rebounds, lecco mio. Nice, nice, nice. Also, die sicherlich das kleinste Event beim All-Star-Weekend. Wir wollten es aber trotzdem natürlich mitnehmen. Okay, und ich werde einfach hier reingeworfen. Gehen wir noch ganz kurz rein. Das wollte ich nämlich eigentlich schon am Anfang machen. Und zwar, wir haben jetzt 8652. Ich müsste eigentlich viel mehr VC haben. Hallo, die hatte ich doch schon vor dem Devin Booker-Event. Das ist jetzt richtig strange. Also ich mache jetzt Blocken hoch auf 89. Wurde ich doch gerade schon wieder beschissen. Ich habe doch jetzt keine 2500 VC bekommen. Ah, kein Kommentar, ey. Also. Anker hoch auf Silber. Und dann irgendwann hoffentlich auch noch auf Gold. Genau, das wollte ich jetzt noch machen. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem Dreier-Contest, Dunk-Contest. Ich weiß nicht, ob wir uns den Dreier-Contest anschauen oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, wenn ich nicht mit dabei bin. Das ist eher langweilig. Aber Dunk-Contest und dann All-Star-Game. Oder wir haben auch hier ein paar Symbole. Mal schauen, was wir da alles machen müssen. Das war's, Leute. Rising Star Challenge komplett dominiert auseinandergenommen mit einem 20-20 Double-Double mit gefühlt 100 Offensiv-Rebounds. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!